Die beste Episode von Ärzte zum Schmüllele mit Renelde Simmer, Seppel Maurer und Uli Treu. Ja, servus, da ist Uli, Zündschnur. Und das haben wir jetzt einmal ein Gedicht, ein Lied auf Hochdeutsch. Das haben wir ganz, ganz selten. Aber man denkt vielleicht zur allgemeinen bisschen Verständlichkeit. Und das hast du, dass die Hochzeitsnacht oder Adam zeige. Und für die, die nicht wissen, was in der Hochzeitnacht passiert und warum was denn passiert, die Hochzeitsnacht. Ja, die Eva und der Adam lebten einst im Paradies, bis man ihnen dieses wegnahm und aus diesem dann verstieß. Erst beleidigt und verdrossen, dann voll Schmerz und voller Gram, legten sie sich wie begossen Feigenblätter auf die Scham. So verhüllet und bedecket nahm das Schicksal seinen Lauf, wie die Eva das entdecket, sagt sie, Adam, mir fällt auf, dieses Blattwerk unterm Nabel passt doch irgendwie nicht hin, war da früher nicht ne Gabel, und sie wendet sich an ihn. Adam, zeige, was das Feigenblatt dir und mir verborgen hat. Durch die so gestellten Fragen quoll aus Adam es heraus, Eva, sahst in früheren Tagen blattlos du nicht anders aus? Speichermäßig energetisch geben Blätter auch nichts her, und wie wäre es rein ästhetisch, hättst du keine Blätter mehr? Eva, zeige, was das Feigenblatt dir und mir verborgen hat. Was geschah im Garten Eden, war der erste Sündenfall, und die Folgen treffen jeden, heute noch und überall. Seit den paradiesisch Tagen für den Menschen es nun heißt, Feigenblätter sollst du tragen, bis die Liebe sie entreißt. Wenn ein Brautpaar nach der Feier nähert sich der Bettesstatt, fällt nicht nur der weiße Schleier, nein, auch jedes Feigenblatt. Und bevor an diesem Abend himmlisch lieben kann geschehen, wird die Braut, die Scham begrabend, schmachtend vor dem Gatten stehen. Adam, zeige, was das Feigenblatt dir und mir verborgen hat. Welcher Mann kann das verwehren? Wer gibt diesem Wunsch nicht nach? Spürt er doch ein heiß Begehren nach noch mehr im Schlafgemach? Neuer Mut wird ihm erlauben, sie ganz zärtlich zu beflehen. Darf auch ich dich jetzt entlauben, erstmals ohne Blätter sehen? Eva, zeige, was das Feigenblatt dir um mir verborgen hat. Ob wir's tun als gute Christen nach manch Jahren Enthaltsamkeit oder mit verkürzten Fristen oder nur mit Schwarzarbeit. Die Erkenntnis bleibt uns allen und ein jeder kann verstehen, nur wenn Feigenblätter fallen, wird die Welt nicht untergehen. Nur wenn Feigenblätter fallen, wird die Welt nicht untergehen. Servus, da ist Seppel. Ich hätte jetzt für euch zum Schmöllerle. Übers Buschele. Buschele, das ist keine Arbeit. Buschele, das ist wie meditieren. Beim Buschele, da kannst du sinieren. Kreis verhacken, von neu in die Witte gucken, neben oben taut sie die Mucke. Durch schattig Tal schlängelt sie der Bar, was der auf seinem Lauf wohl alles verleben kann. Hecht absägen, spauten, zusammenbürden, kauten. Neben Buschlebock an Tannenstock, auf die Eie hock. Buschele, das ist keine Arbeit. Arbeit, da tut es Not, da geht es Gnot, da muss es führig auch. Das kannst du nicht einfach liegen lassen. Man kann die Arbeit schon mit Freude tun, aber neuser muss sie neuser tun. Buschele, das ist keine Arbeit. Buschele, das hat heute bereits keinen Nutzen. Zuletzt, dass sie schön sieht, tust du es putzen. Aber süß ist es eben gleich, wie und wie viel es bis zu Abend machst. Das Wichtigste wäre, dass ein bisschen vor die Eier lachst. Buschele, das ist keine Arbeit. Und zumal, da hörst du dem an, Halbblut vor die Eier nuscheln, man sollte im Leben viel mehr buscheln.
Servus, da ist der Renelde vom Bergziegen. Ich erzähle Ihnen jetzt heute ein kleines für die älteren Leute. Da ist einmal ein Witwer und eine Witwe, haben sie in alten Tagen kennengelernt. Und dann haben sie sich verliebt und dann haben sie nochmal geheiratet. Und dann ungefähr nach einer Woche hat sie zu ihm im Bett gesagt, du, wie ist das bei früher alle gewesen, wäre bei du alle da angefangen? Und dann hat er zu ihnen gesagt, die Büse hat alle die Frau angefangen und bei dir? Dann hat sie gesagt, die Büse hat der Mann angefangen. Und dann haben sie gesagt, ja, und jetzt, wie machen wir es? Dann hat er gesagt, ja gut, dann fang halt die heute an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Hat sie auch einen älteren Mann und eine ältere Frau haben sie kennengelernt, haben sie auch verliebt. Und dann hat er zu ihnen gesagt, weißt du was, wir ziehen gleich Zimmer, wir probieren es gleich. Und dann sind sie Zimmer gezogen und am ersten Morgen hat er zur Frau gesagt, er muss jetzt einfach nicht etwas gestehen. Er hat drei Eigenheiten, bloß dass es den weiß. Und dann hat er gesagt, also im Fall, als er einen Mittelscheitel macht, den weiß er nicht sicher, will er oder will er nicht. Wenn er den Scheitel rechts macht, den will er und links nicht. Bloß, dass er sie auskennt. Und nachher hat sie zu ihm gesagt, sie sagen sie jetzt gerade auch. Sie haben auch drei Eigenheiten. Sie trinken morgen, am Morgen essen einen Cognac, am Mittag essen, trinken zwei Cognac und danach trinken sie die ganze Flasche aus und dann sie sehr schissig lieber ihr den Scheitel haben. Ja, die Eva und der Adam lebten einst im Paradies, bis man ihnen dieses wegnahm und aus diesem dann verstieß. Erst beleidigt und verdrossen, dann voll Schmerz und voller Gram, legten sie sich wie begossen Feigenblätter auf die Scham. So verhüllet und bedecket nahm das Schicksal seinen Lauf. Wie die Eva das entdecket, sagt sie, Adam, mir fällt auf. Dieses Blattwerk unterm Nabel passt doch irgendwie nicht hin. War da früher nicht ne Gabel und sie wendet sich an ihn. Adam, zeige, was das Feigenblatt durch die so gestellten Fragen quoll aus Adam es heraus. Eva saß den früheren Tagen blattlos, du nicht anders aus. Speichermäßig energetisch geben Blätter auch nichts her. Und wie wär es rein ästhetisch, hättst du keine Blätter mehr. Eva, zeige, was das Feigenblatt dir und mir verborgen hat. Was geschah im Garten Eden, war der erste Sündenfall. Und die Folgen treffen jeden heute noch und überall. Seit den paradiesisch Tagen für den Menschen es nun heißt, Feigenblätter sollst du tragen, bis die Liebe sie entreißt. Wenn ein Brautpaar nach der Feier nähert sich der Bettesstatt, fällt nicht nur der weiße Schleier, nein, auch jedes Feigenblatt. Und bevor an diesem Abend himmlisch Lieben kann geschehen, wird die Braut die Scham begraben, schmachtend vor dem Gatten stehen. Adam, zeige, was das Feigenblatt dir und mir. Welcher Mann kann das verwehren, wer geht solchem Wunsch nicht nach? Spürt er doch ein heiß Begehren, mach noch mehr im Schlafgemach. Neuer Mut wird ihm erlauben, sie ganz zärtlich zu beflehen. Darf auch ich dich jetzt entlauben, erstmals ohne Blätter sehen. Eva, zeige, was das Feigenblatt dir und mir verborgen hat. Ob wir's tun als gute Christen nach manch Jahren Teilsamkeit oder mit verkürzten Fristen oder nur mit Schwarzarbeit. Die Erkenntnis bleibt uns allen und ein jeder kann verstehen, nur wenn Feigenblätter fallen, wird die Welt nicht untergehen. Nur wenn Feigenblätter fallen, wird die Welt nicht untergehen.
Eva, zeige, was das Feigenblatt dir und mir verborgen hat. Servus, da ist Seppel. Mir hätt wieder jetzt zum Schmöllerle. Reden. Über was noch reden? Über was wird heute noch reden, wenn der Neuser Gatt verkund, wo die kennt und wegen dem halt dir ein paar Minütli gund? Über die modernen Lutmusik? Über die Mode, die verrückt? Über die Sexflut heute im Fernsehen, wo jeder wohlfach schluckt? Über Raub und Mord und Totschlag, wo sie bringen jeden Tag. Aber ich bloß hätte zobet im Teletext den ganzen Tag. Über die Schüler, über die Lehrer, über die Kirche, Religion. Über Bilder in der Zeitung, über den Geschmack und guten Ton. Über denen, wo es genug fahren, ob man es hoch genug strafen soll. Über den Benzin, ob deiner zu teuer oder noch viel zu billig sei. Über Strassen und Tunneler, wo sie planen, da und dort, ob man Radweg oder Strassen oder gescheiter Eisenbahnen bauen sollte. Wer also eine Förderung genießt, wer er meint, der Staat am meisten beschießt. Über kleine Wohnungen, die Türen, was man jetzt noch als versteuern sollte. Über Flüchtlinge, die Asylanten, wie viel das man ihr lässt. Oder ob man mit diesen Leuten schnurstracks wieder abgeht. Über Terroristen und IS, wie viel Fremde als es wohl bei uns vertritt. Über Politik, EU-Skandäler, was man heute zu so erzählt. Über das alles kannst du nicht mehr reden, weil er jetzt hat es auch der Mund. Fast ein Wunder, wenn wohl Meinung noch mit dieser zusammenkommt. Reden kannst du noch über das Wetter. Bei dem Thema bist du gleich grä, weil da kann kein Mensch behaupten, wenn es schlecht ist, es sei schön. Servus, da ist der Renilde vom Bergziegen. Ich erzähle Ihnen jetzt heute ein kleines von Töchtern. Da sind sie zwei Töchtern getroffen. Beide sind Spezialisten gewesen, das eine ein amerikanischer Augenarzt und das andere ein Weltchirurg. Jetzt sind die zwei da einander erzählt und was sie als schon geleistet haben und übertrieben und halt einander klein neu da. Und dann hat der Amerikaner gesagt, er hätte gerne schon mal einem blinden Glas oben hingesetzt, jetzt hätte er prompt wieder gesehen. Und dann hat der Weltchirurg gesagt, ja was, ist das möglich? Ja gibt das das? Ja kann das Sinn? Und dann hat der Weltchirurg gesagt, ja, aber ist die einmal jetzt geleistet? Sie haben sich einmal angehört, den hat auf der linken Hand vier Finger weggefräset. Jetzt hat er von einem Kuh aus der Tüte weggekommen und hat ihm das auch nicht genäht. Jetzt hat er ein paar Jahre lang 20 Liter Milch gegeben. Dann hat der Amerikaner gesagt, ja, gibt es das? Ist das möglich? Hat das nur mal gesehen? Und dann hat er gesagt, ja, der mit den Glasaugen. Und da ist einmal ein Weibli zum Zahnarzt gekommen. Und dann hat es gruselig gekümmert. Sie hieß Zahnweh und hat halt den Hund am Backen hochgehabt. Und hat noch der Zahnarzt das Maul eingeschaut und noch dazu und gesagt, ja, da sind alles spät, die müssen wir zusammen ausziehen. Und dann hat sie gesagt, um Gottes Willen, lieber täte ich ein Gögli kriegen, als wie ein Zahn ausziehen. Dann hat der Zahnarzt zu ihnen gesagt, ja, dann muss man halt zeigen, was will, weil dementsprechend muss er den Stuhl instellen. Und einmal ist einer in die Drogerie gekommen und dann hat er zum Drogist gesagt, er soll die Hodenfarbe her. Und dann hat der Drogist gesagt, ja, das gäbe es doch gar nicht. Ja, das könnte doch gar nicht sein. Ja, wieso, was hat das Bruch? Und dann hat er gesagt, ja, er sei jetzt gerade beim Doktor gewesen und dann hat er zu ihm gesagt, er hat zu viel Cholesterin, jetzt sollte er die Eier streichen. Servus, da ist Uli. Zündschnur. Das Wälder ABC. Wälder wird viele werden, aber das ist nicht so leid. Weißt du, weil kennen tut man es auch nicht, bloß am Schuhwerk heiß und sieht.
Nein, man sieht jetzt halt der Welt an dort, wo es herkommt, nicht gleich an. Eher wäre schon beim Reden, dass man sie den Hut tun kann. Ja, wettest Wälder sind und werde ist das nicht so leid, weißt du? Zuerst musst du eine Sprache lernen, das Wälder ABC. A, als wie Allwerk, Alpot und Allat, B wie ihr Bild, der Bärten und Bitt, C wie Cecilia, will es im Waldheim bereits mehr Musikanten als andere Leute gibt. Dunner und Dummer, Duss und Derner, drunter und drüber, da merkst du mit D, Ebe und Etle, Eli und Ewig, schreibt man wie Eckar und Engel mit E. F, als wie Fader, Flüchtig und Fuder, G wie im Garten, ganz grüselig gut, H, als wie Hemmschrons, Hölzler und Henscher und haarige Helmle herrn am Hut. I, als wie Insut, Intu und Ie, J, wie Jupp und Jösses Lee, K, als wie Kilos, Käbig und Koschli und Karissiere am Kannebe. L, als wie Läde, Leller und Lützel, Latscher und Liebig und Ledig und Luck, M, als wie Mügig, Muschber und Mullback, Muttl und Melkkuh, Müsli und Muck, N, als wie Nett und Namm und Nüchter, Nos, Arnos, als Nünz und Nier, O, als wie Urschel und Orab und Omat und O im Altern Obach gier. B, als wie Pusen und Pfnästen und Pfnitzen, Bössl und Plagen, Parentig mit Fließ. Que, als wie Quee und Questiona, Querlafutere, Quintliwies. R, als wie Riebel, Rees und Rebsat, rundum Runzla, Rösch und Ruh. S, wie Schinde und Schlabuche, Sittestecher, Scherle, Su. Schappale und Schneidig, Schmelger, Spuntis, Herr vorm Stubergang, Stuchewies im schönen Schlüttle, Strutzlig vor einem Schätzlestang. D wie Tag auf Tüpfel schießer, Totemal und tüffe Trur, U wie Unki, Dunser, Untang, Aufwäschhüttel und a Uhr. V wie Forsch, as Fern, Färfert, viele Viertel und Verlitt, W wie Wirtschaft, Wort und Wertling, Werlebocker, Wort du Witt. X hat daher nix verloren, so wenig als wie das Y. Zuletzt ne Z, wie Zlützel, Znünner, Zwenig, Ziebler, zum Zmittag, Zauber, Zähe, Zagler, Zopfe, Zittle, Zämmerschlüfe, Znaht. Ja, das wär es Wälder ABC gsin und womöglich ist ihr schon Sinn, wenn zuletzt Ländler niedig säget, Wälder kann nicht jeder Sinn.